Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe mich jetzt gerade ready gemacht, denn es geht jetzt für mich ins Büro und heute ist einfach mein letzter Tag mit 17. Mein letzter Tag als Minderjährige. Es ist so crazy, es ist irgendwie noch so unreal für mich. Ich bin jetzt wieder von der Arbeit zurück und mein Papa und ich werden jetzt einmal den Eixam auf Hochglanz polieren. Und zwar von außen, weil da ist der ganz schön dreckig, und auch von innen. Und ich werde auch gleich dann meine ganzen Sachen hier rausholen, die mir gehören. Denn der Eixam ist nämlich schon verkauft und wird dann, wenn ich jetzt morgen 18 bin, dann in ein neues Zuhause einziehen. Und dafür muss er natürlich schick aussehen. Ein paar Minuten später. Und der Eixam sieht wieder picobello aus. Schön sauber für die neue Besitzerin. Wie ich es ja gerade schon erwähnt habe, ist der Eixam jetzt tatsächlich schon verkauft. Und zwar an ein Mädchen, die bei mir auch im Stall steht, also wo ich mit Bellamy stehe. Das heißt, ich werde den Eixam in nächster Zukunft auch weiterhin noch sehen. Und ja, es ist einfach so verrückt, dass jetzt 3 Jahre schon rum sind. Ich fahre den jetzt einfach schon seit 3 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt gleich meine letzte Autofahrt mit dem Eixam sein wird. Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön an den Herrn Handa und an seine Tochter, dass ihr mir das ermöglicht habt und ich den jetzt 3 Jahre zur Verfügung hatte. Es war auf jeden Fall eine besondere Zeit. Ich hatte super viel Spaß. Ich habe sehr viel erlebt damit. Also meine Mädels und ich hatten sehr, sehr viel Spaß. Und genau, er hat mich überall sicher begleitet. Ich hatte nie einen Unfall tatsächlich. Ich bin jetzt 3 Jahre schon unfallfrei. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass ich ihn abgebe. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch auf die Zukunft mit dem großen Auto. Da habe ich mich jetzt auch schon lange drauf gefreut. Und ja, jetzt gleich werde ich also meine letzte Autofahrt schon mit dem haben. Ich habe mich jetzt ready gemacht für den Stall und werde jetzt losfahren. Und zwar mit dem Eixam, meine letzte Fahrt. So, ein vorletztes Mal einsteigen und losfahren. Zweitausend Jahre später. So, ich bin wieder zu Hause nach der Springstunde und werde jetzt hier mal alle meine restlichen Sachen mitnehmen, die ich noch brauche, beziehungsweise die noch mir gehören, weil es war ja jetzt einfach meine letzte Fahrt. Ich bin gerade dabei, alles für die Mädels vorzubereiten, denn die kommen ja jetzt gleich schon und dann werden wir nämlich meinen Geburtstag reinfeiern. Ich habe hier auch schon eine Kerze angemacht und später werde ich natürlich das Licht dann ausmachen, damit das hier ein bisschen schöner und gemütlicher aussieht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben jetzt kurz nach 1 und ich sitze hier gerade in meinem Autochen und ja, habe jetzt gerade die Mädels nach Hause gefahren, dann habe ich noch eine andere Freundin abgeholt und sind dann jetzt gerade noch eine kleine Runde gedüst und jetzt geht's ab ins Bett für mich, denn ab morgen wird ja so richtig da mein Geburtstag gefeiert und ja, ich freue mich sehr, Autofahren hat sehr gut geklappt, aber ich liebe auch einfach Autofahren, darauf habe ich mich somit am meisten gefreut und genau, da ich jetzt aber morgen Online-Schule habe, muss ich mich jetzt echt ein bisschen beeilen, damit ich ins Bett komme. Die Marina ist gerade noch oben und wartet, bis wir sie runterrufen. Da dachte ich, ich zeige euch schon mal hier einmal ihren Geburtstagstisch. So sieht er nämlich aus. Wir werden jetzt erstmal zusammen frühstücken. Es ist noch nicht mal 7 Uhr, aber natürlich sind trotzdem alle am Start. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Marina, zum Geburtstag viel Glück. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Marina, Happy Birthday to you. Ich kann nicht. Das war ja schwach. Schnell. Oh. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Jetzt ist es passiert. Die Kleine ist erwachsen.
Oh je, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Und wie war die erste Fahrt? Sehr gut. Ohne deinen Vater. Hallo? Geil. Ich war schon rein. Ich hatte heute ja Homeschooling, also Online-Schule. Ich habe jetzt zweimal die Woche Berufsschule, einmal online und einmal muss ich zur Berufsschule hinfahren. Und heute hatte ich halt online. Und jetzt gerade kam die Nachricht, dass ich die letzten beiden Stunden frei habe. Also die fallen aus. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Jetzt habe ich nämlich um 13.10 Uhr schon Schulschluss und nicht erst um 15 Uhr. Das heißt, ich habe mehr von meinem Geburtstag so gesehen. Und ja, ich habe mich in den Pausen schon ein bisschen fertig gemacht, war duschen, habe mich geschminkt. Und das Wetter ist einfach so traumhaft schön. Es ist zwar kalt, wir haben minus 7 Grad, aber es scheint die ganze Zeit richtig schön die Sonne. Das ist perfektes Geburtstagswetter, würde ich sagen. So, es ist soweit. Der Aixam wird jetzt in sein neues Zuhause ziehen. Mein Papa fährt schon mal los. Ich hole jetzt mein Portemonnaie und fahre mit dem Audi hinterher, damit ich ihn abholen kann. Los geht's. Ab dem Aixam hinterher. Es gibt jetzt Kaffeekuchen. Julia ist auch schon da. Ich bin jetzt gerade schnell in den Stall gedüst. Und zwar werde ich die Hallo Bella Miese gerade schon gewählt, aber ich glaube, das hat man nicht gehört. Jetzt wollte ich jetzt die Kleine nämlich reinholen. Die hat heute frei, die hat die letzten Tage gut was getan. Und deswegen durfte sie jetzt noch mal ein paar Stunden bei dem schönen Wetter draußen in der Sonne stehen. Und jetzt wird sie reinkommen, wird ihr Futter kriegen. Und genau, so ist der Plan auf jeden Fall. Die Bella Miese ist ganz schön lustig drauf durch das kalte Wetter. Sie hat nämlich richtig viel Energie. Ist sie jetzt gerade noch mal schön abgespackt, aber ich habe es leider nicht gefilmt. Hallo. Ein bisschen mehr wie sonst. Oh, es gut. Ja, Bruder. So, jetzt bist du erstmal mit Pringles versorgt. Fast so groß wie du. Das ist ja meine Ich glaube, ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt, als ein großer Teil von meiner Verwandtschaft da war. Die kommen konnten, sind dann gestern ab 17 Uhr bei uns gewesen. Und ja, da die meisten eigentlich gar nicht mit aufs Video wollen und so und ich den Abend einfach genießen wollte, habe ich die Kamera dann weggelassen. Jetzt zeige ich euch aber natürlich noch, was ich so geschenkt bekommen habe. Ich habe ganz viele Geburtstagskarten geschenkt bekommen, wo halt dann Geld drin war. Also ich würde auch sagen, ich habe hauptsächlich Geld geschenkt bekommen. Aber das ist ja irgendwie auch typisch für einen 18. Geburtstag, oder? Also ich kenne das auf jeden Fall auch so. Und ich habe viele Gutscheine geschenkt bekommen. Einmal ein DM-Gutschein. Dann ein Essensgutschein fürs Burgerwerk. Drei Tankgutscheine, was natürlich jetzt auch super praktisch ist, wenn ich jetzt mit dem großen Auto unterwegs bin. Außerdem hat mein Freund mir auch einen Gutschein geschenkt. Und zwar machen wir zusammen Bungee-Jumping. Ich wollte das schon immer mal machen. Und Julia hat mir gesagt, Marina, mach das jetzt, wenn du noch 18 bist, weil irgendwann, wenn du älter bist, traust du dich nicht mehr. Und ja, jetzt hat er mir das geschenkt und wir machen das zusammen. Wir müssen jetzt noch entscheiden, wo wir das machen und so. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr darüber. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er mir das schenkt und ich freue mich super, super doll darüber. Dann habe ich einmal diesen Lipgloss hier geschenkt bekommen von meiner besten Freundin und den Nagellack hier noch. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, was ich als nächstes zeigen soll. Von Guess. Hier sieht man es. Richtig schön die Verpackung. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal Schlüsselportemonnaie. Von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Schaut mal, wie wunderschön das aussieht. Man kann es halt an den Schlüssel selber dran machen. Man kann hier hinten aber auch sonst den Schlüssel reinmachen. Man kann hier halt einfach, wenn man sein Portemonnaie nicht mitnehmen möchte, die wichtigsten Karten reinpacken oder Geld reinpacken und dann einfach das an den Schlüssel selber klipsen und dann hat man das einfach alles so klein dabei und ich finde es richtig, richtig schön. Mich sehr darüber gefreut. Von meiner anderen besten Freundin habe ich dann etwas von Pandora geschenkt bekommen. Das ist hier aber nicht mehr drin, sondern ich habe es schon an. Ich habe jetzt zu Weihnachten dieses Armband bekommen von meinem Freund und dieser Anhänger, ich weiß gerade gar nicht, ob es fokussiert, den hat meine eine beste Freundin mir geschenkt und die Julia, genau das wollte ich noch sagen, die Julia hat mir auch so gesehen einen geschenkt, aber ich darf mir einen aussuchen, das heißt, den werde ich dann bestellen, aber sie hat mir also auch einen Charm für dieses Armband geschenkt. Dann habe ich hier noch Spornriemen bekommen mit Glitzer und Lack.
Meine Glitzersteine sind nämlich beim einem Spornriemen schon ab. Deswegen wollte ich neue haben oder brauchte ich neue. Dann habe ich ein weiteres Armband bekommen, aber diesmal in Gold. Und zwar von Tommy Hilfiger. Das sieht so aus. Dann, ich sage die ganze Zeit nur dann, ist ja schrecklich, habe ich Alkohol mit dem passenden Mischgetränk bekommen. Also einmal Lillet. Und nochmal Alkohol mit dem passenden Mischgetränk. Auch ein typisches Geschenk, würde ich sagen, zum 18. Und Fibi hat mir einfach noch einen kleinen Schnaps geschenkt. Süßigkeiten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich auch jetzt das hier zum Beispiel bekommen. Und jetzt zeige ich euch etwas, was total verrückt aussieht. Eine riesenlange Pringles-Packung. Also es sind natürlich viele aufeinander geklebt, aber es sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und wenn ich jetzt aufstehen würde, wenn ich sitze, ist sie sogar größer. Sie passt gar nicht ins Video rein. So, irre ist das. Da habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal genug zu futtern. Dann habe ich auch noch Blumen geschenkt bekommen. Die hier, oh mein Gott, ey, sind von meinen Eltern. Dann habe ich diese hier noch geschenkt bekommen. Und die hier von meiner einen besten Freundin. Und mein Freund hat mir auch noch richtig, richtig schöne Blumen geschenkt. Und zwar sieht der Blumenstrauß so aus. Ich finde, der ist so wunderschön. Ja, das ist der aktuelle Stand von den Geschenken. Ein paar Freunde und so treffe ich jetzt noch die nächsten Tage. Da kommt vielleicht noch das ein oder andere. Das zeige ich euch auf jeden Fall dann auch. Aber ich wollte euch nur schon mal einen Überblick geben, was aktuell so ist. Und genau, wir haben jetzt gerade Mittwoch und ich würde sagen, wir sehen uns Donnerstag oder Freitag als nächstes Video. Denn am Freitag findet hier noch eine große Geburtstagsparty mit meinen Freunden statt. Und da nehme ich euch natürlich mit bei den Vorbereitungen und so. Mittlerweile haben wir jetzt schon Freitag. Bitte beachtet gerade mein Aussehen nicht. Ich komme gefühlt gerade aus dem Stall und hatte vorhin noch Training, deswegen sehe ich auch so fertig aus. Aber bevor ich mich jetzt fertig mache für die Party heute Abend, bin ich gerade dabei, den Schuppen ein bisschen fertig zu machen. Also ich habe jetzt gerade schon mal geputzt und so und fange jetzt an, irgendwie alles Mögliche rauszustellen und rauszubringen und so. Ich habe ja auch schon da die Becher beschriftet mit den Namen und so. Und genau, treffe also jetzt hier gerade die letzten Vorbereitungen. Hier steht auch der ganze Alkohol für heute Abend und die Mischgetränke und das Bier. Einen Kasten habe ich schon rübergestellt und das muss ich jetzt auch irgendwie alles noch so nach hinten bringen, dass es aber trotzdem gekühlt bleibt. Ich war duschen und werde mich jetzt schminken. Genau, ich mache nichts irgendwie Besonderes oder so. Ich mache jetzt einfach das, was ich eigentlich fast immer mache. Und genau, dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig geschminkt bin. Den größten Teil habe ich jetzt soweit geschminkt. Nur noch die Lippen mache ich später. Ich gehe nämlich jetzt erstmal runter, was essen, danach Zähne putzen und danach kann ich mir dann auch die Lippen schminken. Ich muss euch noch was zeigen. Und zwar zum einen habe ich diesen Charme hier von meiner einen Freundin noch letztens geschenkt bekommen. Und ich durfte mir einen auf Julias Nacken so gesehen aussuchen als Geburtstagsgeschenk. Und der ist jetzt auch gerade angekommen. So ist das hier, diese Krone. Genau, so sieht mein Armband momentan aus. Ich bin jetzt komplett fertig gemacht. Das ist mein Outfit. Ich habe einfach eine schwarze Skinny Jeans an. Und dazu dieses Top hier. Es wird nämlich, wie ich ja schon gesagt habe, ziemlich warm draußen sein. Ich habe mir jetzt noch ein paar Löckchen gemacht. Und schaut mal, ich habe mich einfach verbrannt. Das tut so doll weh. Und hier habe ich mich auch nochmal verbrannt. Aber gut, ja, ich freue mich sehr. In einer halben Stunde kommen die ersten Leute. Deswegen gehe ich jetzt nochmal raus, die letzten Vorbereitungen treffen und dann geht der Abend auch schon los. Ich hoffe, es wird gut. Schaut mal, ich habe jetzt hier auch gerade schon die Lichterkette angemacht. Das Feuer ist auch schon an. Und genau, jetzt muss ich nur noch einen von den Stehtischen rausstellen für die Raucher, dass sie draußen rauchen können. Und dann bin ich fertig. Der Morgen danach. Ich bin jetzt gerade schon fleißig dabei, hier alles irgendwie aufzuräumen. Und ich muss auch alles natürlich sauber machen.
Mein Papa und ich sind gerade schon unterwegs, denn wir bringen jetzt das Leergut, die Pfandflaschen und so weg. Und dann haben wir nämlich alles erledigt. Wir gehen jetzt gleich hier essen und dafür habe ich mich jetzt gerade schnell fertig gemacht. Also ich habe eigentlich nur hier jetzt mein Outfit angezogen, meinen Schmuck angezogen und mir einen Zopf gemacht. Ich bin nämlich tatsächlich ungeschminkt. Genau, ich freue mich jetzt schon sehr aufs Essen gehen. Ich habe nämlich auch schon ziemlich dolle Hunger, aber bevor es losgeht, zeige ich euch nochmal eben, was ich gestern so bekommen habe. Zum einen habe ich Blumen bekommen, einmal diese schönen hier und die Tulpen, aber die Tulpen sind irgendwie gerade noch ein bisschen schlapp. Die konnte ich nämlich gestern Abend erstmal nicht ins Wasser stellen, dementsprechend sehen sie auch aus, aber ich denke, die werden in ein paar Stunden dann wieder normal aussehen und gerade sein und stehen. Dann habe ich von Hannah und Tom zusammen dieses wunderschöne, süße Geschenk bekommen. Also hier sind halt so viele Kleinigkeiten drin, alles in rosa, pink gehalten. Und drumherum halt noch Fotos von uns dreien und es ist echt richtig cool und schön gemacht. Wir beachten mal bitte nicht diese Pflanze, Blume hier, die noch im Weg steht. Ich wollte euch nämlich nur noch schnell die restlichen Sachen zeigen. Zum einen habe ich auch Tankgutscheine bekommen, die habe ich aber schon ins Auto gepackt. Dann habe ich hauptsächlich Süßigkeiten mit Geld dran bekommen oder einfach noch Geld an Alkoholflaschen. Da ist der Alkohol noch draußen im Schuppen und das Geld habe ich mir dann halt mit hochgenommen. Und dann habe ich hier noch so eine Dose bekommen und die finde ich, sieht richtig schön aus. Die passt auch perfekt in mein Zimmer. Und dann war da auch noch Kaugummis bei. Ja, genau. Ich glaube, das war es so, was ich gestern noch bekommen habe. Ich habe euch ja gar nicht erzählt, wie die Party war. Die Party war auf jeden Fall sehr schön. Ich hatte super viel Spaß. Klar, wenn man Gastgeber ist, sind immer so ein, zwei stressige Momente. Aber die letzten Partys waren deutlich wilder. Also da ist viel mehr passiert. Jetzt diesmal ist nichts kaputt gegangen. Keiner hat gekotzt. Und alles hat eigentlich sehr reibungslos funktioniert. Und ja, es gab auch gar nicht so viel zum Aufräumen oder zum Saubermachen heute Morgen, weil viele, also eigentlich alle darauf geachtet haben, dass da irgendwie nichts eskaliert. Da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich drüber. War ein schöner 18. Geburtstag mit meinen Freunden. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Das Essen war auf jeden Fall sehr lecker. Ich bin jetzt hier mit den Hunden hochgegangen. Die Baby liegt da hinten irgendwie. Ja, und ansonsten steht für heute nichts mehr Spannendes irgendwie an. Ich werde jetzt einfach nur noch chillen, Serie gucken und danach schlafen gehen. Ich bin nämlich ziemlich müde. Es ging nämlich gestern bis 3 Uhr. Dann habe ich alle auch rausgeschmissen, weil ich so dachte, jetzt will ich auch ins Bett. Genau. Und somit ist dieses Video jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!